Und es geht weiter mit dem Zauberstab von Dean Thomas. Auch hier wieder in der Charakteredition. Hiervon weg vielleicht ein Detail. Und zwar eigentlich hatte den Zauberstab in der Form ja verloren, als er zusammen mit Luna und Ollivander bei den Malfoys im Keller bis im Kerker festgesessen hat. Den Part hat man im Film ja aber einfach rausgelassen und deswegen benutzt er weiter seinen normalen Stab. Denn eigentlich hätte er einen anderen gebraucht, hat zu Beginn der Schlacht von Hogwarts aber eigentlich gar keinen Zauberstab. Luna bekommt ja noch einen neuen von Ollivander, aber Dean ist leider leer ausgegangen. Aber wie gesagt, das ist sein regulärer Stab, der ist 35,5 cm lang und der Griff ist so ein verworrenes, verwickeltes Wurzelgebilde. Und das ist es auch das, was wir über den Stab an sich wissen, denn laut Geschichte wissen wir leider nicht die Länge, die Federung, den Kern und das Holz. Was wir hier aber zu sagen können, ist, dass der in der Charakteredition kommt, das heißt, wir haben auch wieder seinen Namensclip dabei. Dean ist auch so ein Charakter, der ist irgendwie immer da, aber eher so ein bisschen still im Hintergrund, habe ich das Gefühl. Es gibt auch eine ganze Reihe von Bildern, wo speziell Hermine und Ron zu sehen sind und im Hintergrund taucht immer Dean auf, immer wieder. Bei Harry Potter ist er derzeit auch, oder speziell seit den Cursed Child Theateraufführungen, die Debatte, ja, welche Harry Potter Charaktere sehen denn wie aus? Bei Dean war es eigentlich so, dass J.K. Rowling von Anfang an wusste, dass er eigentlich dunkelhäutig sein sollte, hat das auch in frühen Konzeptzeichnungen so gebracht. Dann bei der Veröffentlichung des ersten Buches in Großbritannien wurde der Teil, dass er schwarz ist, einfach weggelassen. Man wusste nicht genau warum, wahrscheinlich hieß es einfach, ja, das ist jetzt nicht storyrelevant, aber man hätte es ja trotzdem erwähnen können. Und dann erst in der US-Ausgabe wurde das wieder eingefügt. Ich weiß nicht, wo da die Bewandtnis lag, das in Großbritannien wegzulassen, aber so sei es nun mal. Dann ist ja auch diese ganze Diversity-Diskussion, die auch seit Dumbledore losgetreten wurde. Und immer wieder geht es ja darum, was J.K. Rowling so twittert, von wegen der schwul, der eigentlich schwarz, bliblablub. Und eine Sache, die ich vermutlich unterstützt hätte, hätte Dean nicht mit Ginny rumgemacht, dass Dean und Seamus angeblich ein bisschen mehr für sich übrig gehabt hätten einander. Und ganz ehrlich, den beiden hätte ich das auch abgenommen. Gut, man muss es ja zu sagen, dass Dean mit Ginny rumgemacht hat, war es kein Gegenargument, der kann ja immer noch bi sein, aber hey, warum nicht? Ich meine, das wäre wahrscheinlich auch ein cooler Punkt gewesen, die Hochzeit von Dean und Seamus. Also ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt. Ich weiß nicht, was meint ihr denn eigentlich so zu der Diskussion? Beziehungsweise hättet ihr euch Seamus und Dean als gutes Paar vorstellen können? Oder hättet ihr gedacht, naja, die hätte ich doch lieber mit wen anders geschippt? Und wenn, mit wem? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Start.